Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder, eure Biggie. Ja, und heute zum Thema Rund mit der Gruppe Aktiv-Kreativ. Es ist jetzt mein dritter Versuch. Ich habe mich eben geschnitten und jedes Mal war meine Karte voller Blut. Ich will jetzt hoffen, dass das diesmal nicht so der Fall ist. Hier ist auch so ein bisschen was drauf, aber da kommt gleich was drüber. Das verdecken wir noch, das ist nicht so tragisch. Ich habe mir eine Grundkarte gemacht in 29 x 10,5 gefalzt. Bei 14,5 ist halt im Hochformat aufzuklappen. Darauf mache ich jetzt erstmal eine Basic-Grundlage in den Maßen 10 mal 14. Die pappe ich da jetzt einmal drauf. So. Also erst hat mein dummer Nachbar wieder gebohrt, wie so ein Irrer. Der hat jetzt Gott sei Dank aufgehört zu bohren und dann schneide ich mich zweimal. Und das war also nicht gerade so vorteilhaft, muss ich sagen. Da ich ASS nehme, seit meinem Herzinfarkt, ist natürlich bei einem Blutverdünner sich zu schneiden nicht gerade sehr optimal. Also deswegen kommt mein Video auch etwas später. Es ist ja nicht so, als wäre es sonderlich schwer, heute was zu machen. Aber wie schon erwähnt, ist es nicht gerade so easy. Ich habe hier noch so ein paar lilane Reststücke. Ich weiß nicht, ob ich die noch verwenden werde oder nicht. Aber als hätte SU es geahnt. Hier sind auch noch weiße Reststücke, die habe ich mir hier schon zurechtgelegt. Das kann in den Müll, das ist mir zu dünn. Circle Celebration. Ah, da fängt das schon wieder an. Seht ihr, das ist, hat es gerade mal aufgehört, jetzt fängt es wieder an zu bluten. Also ich will hoffen, dass ich es denn trotzdem jetzt noch fertig kriege. Auf jeden Fall habe ich mich sofort in dieses Stempelset verliebt. Und habe natürlich jetzt auch gedacht, das ist eigentlich perfekt, um damit zu arbeiten, weil es ja um das Thema rund geht. So. Ich möchte jetzt aber erstmal das Ding hier abmachen. So. Ich möchte erstmal hier den ausprobieren. Also jetzt muss ich erstmal meinen Kleber zu. So, boah, Biggie, Ordnung. So, mein Stempelblock. Ich liebe ja die Stempelblöcke von SU. Ich habe mir die ja alle zugelegt, aber hier dieser D-Block ist echt mein Fave. Da passt meistens alles drauf. Den habe ich auch gleich. Zweimal, also von daher alles gut. Ich möchte jetzt den ersten einmal mal stempeln. Okay, hört gerade auf. Also versuchen wir unser Glück. Ist ja nicht so, als hätte man da nicht schon den ganzen Tag jetzt mal Läste mit. Ich lege erstmal meine Grundkarte auf Seite und nehme hier mal so den Vollhintergrundstempel, weil ich weiß noch nicht, wie meine Karte aussehen wird, aber wir experimentieren jetzt einmal. Einmal nehme ich das auf Weiß, einmal hier auf dem Lila als Hintergrund und mal gucken, was wir denn alles brauchen. Mal auch hier so ein erster Abdruck oder vielleicht auch nur mal so einen zweiten Abdruck. Finde ich ja auch geil.
Gefällt mir also schon sehr, sehr gut. Super. Dann nehmen wir jetzt mal unseren Glasreiniger und machen mal die Stempel auch sauber, die wir hier so benutzen. Ist ja nicht so, als müsste man das nicht sauber machen. So. Oh, da kommt mein Hase. Ja, ich danke dir. Dankeschön, mein Schatz. Liebe dich. Und wie ihr seht, habe ich hier Nervennahrung. Ein Kaffee. Mein armer Schatz weiß nämlich, dass ich hier schon zigmal dran bin und hantiere. Und ich denke, er hat gemerkt, dass ich geflucht habe und hat gedacht, ich bringe der guten Frau jetzt einfach mal einen Kaffee vorbei. Was auch echt mega, mega cool ist. So. Dann nehme ich mal hier den mit den gestrichelten Linien, wobei ich jetzt echt mal denke, ich werde mal hier dieses Brombeermus benutzen. Ups, nee, nicht mit dem Stempelkissen da rein. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Oh. Erstmal die Karte hier aus dem Weg. So. Boah, und guckt mal, dieses Stempelset, das ist einfach der Hammer, oder? Ich bin davon mega begeistert. Ich liebe es jetzt schon. Das sind die ersten Stempelversuche, die ich gerade damit mache. Aber ich bin jetzt schon davon total begeistert. Also ich mache die alle mal auf lila und auf weiß. Und werde die gleich ein bisschen arrangieren. Das, denke ich, sollte jetzt auch reichen. So. Und jetzt noch den anderen Stempel. Moment, den muss ich noch mal eben sauber machen. Wie war denn euer Valentinstag? Also, wir sind am Valentinstag ein bisschen spazieren gefahren mit dem Wagen, haben die Tochter von meinem Freund zu ihrem Freund gebracht. Der wohnt 2,5 Stunden entfernt und das war für uns dann einfach mal ja so eine kleine Spritztour, die wir dann gemacht haben. Wir waren zwar nur im Auto unterwegs, aber einfach in der schönen Schneeluft nochmal was anderes sehen als immer nur die eigenen 4 Wände. Das ist auf Dauer irgendwie doch echt nervig, oder? Wie seht ihr das? Also ich bin langsam dafür, dass wir wieder raus dürften. So, ich habe jetzt hier noch den mit den Punkten genommen. Auch den werde ich mir hier... Oh, der ist auch schön. Den nehme ich, glaube ich, nochmal. Und den werde ich auch auf weiß stempeln. Hm, vielleicht gerade auf den. Hat doch hier noch mehr Weiß. Komm her. So. Der ist natürlich auch sehr, sehr schön. So, und jetzt brauche ich halt noch einen Spruch. Und da es ja alles zum Thema Kreise war, habe ich gedacht, nehme ich auch einen runden Spruch. Und, boah. Ah ne, den Stempel muss ich noch ausprobieren. Ich finde den einfach so genial. Der hat hier nur so eine Blüte, also so Blätterranken und einfach nur ein Stück davon, also dass man den Rest noch quasi weiß hat. Cool, oder? Ich finde den cool. So. Ja, und da das ja noch nicht genug ist, noch einen Spruch in Rund. Und dann habe ich mich für eine Dankeskarte entschieden und habe einfach gedacht, oder? Der ist eigentlich auch schön. Du bringst Sonne in mein Leben. Aber vom Muster gefällt mir der besser. Dankeschön. Also nehmen wir den Dankeschön-Spruch. Das ist auch ein altes SU-Set. Ja, und den werde ich also auch einmal auf lila stempeln. Und auf weiß.
Und dann werden wir nachher gucken, welchen wir davon benutzen. So, die Stempelfarben können jetzt erstmal schon auf Seite. Die brauche ich nicht mehr. Auch die Stempelkissen kommen erstmal wieder auf Seite. So, einmal nochmal sauber machen. Ich weiß nicht, also ich nehme meistens so ein bisschen Glasreinigerschaum und wische so meine Stempel sauber. Es gibt ja diese Schrubberkisten und hat man nicht alles gesehen. Aber ich weiß das einfach nicht. Ich habe da immer schon Schaumreiniger oder Fensterreiniger genommen. Also von daher bleibe ich da jetzt auch einfach bei. Das war aus dem Set bestickte Grüße. Da gibt es dieses Dankeschön oder du bringst Sonne in mein Leben. Aber wie gesagt, dieses Dankeschön finde ich einfach viel schöner dazu. So, und jetzt habe ich hier verschiedene Kreisausstecher. Einmal in 5, nochmal in 5, dann etwas kleiner in 1/3, 1/3 und 2,5 cm. Ja, und jetzt werden wir einfach mal ein paar Kreise austanzen. Fangen wir erstmal mit dem an. Ich denke, dann nehmen wir den 1/3. Der passt da, glaube ich, ganz gut zu. Der ist sogar schon zu groß. Nehmen wir mal hier den. Ja, der passt besser. Seht ihr, da müsst ihr euch einfach auch mal so der Dinge annehmen und gucken, was euch denn jetzt am besten gefällt. Und mit wie viel Rand, wohin ihr es gerne ausstanzen würdet. Ich brauche da bei solchen Dingern immer ellenlang für. So, dann nehme ich hier mal den großen Wellenkreis mit diesem Rankenblatt und mal den kleinen Wellenkreis hier. Nur mit diesen Punkten, den nehme ich auch, den könnt ihr dann einfach so mittendrin nehmen, weil der ist ja kleiner. Dann haben wir die jetzt schon mal ausgestanzt. Ich denke, ich nehme das weiße Dankeschön, sieht nachher bei den Verteilten nochmal ganz gut aus. Hier nehme ich mal die große 5 cm Stanze ohne Wellen. So. Und hier nehmen wir die nochmal. Nein, die ist auch zu groß. Cool. Aber sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Nehmen wir hier den mal. Mal gucken, wie das aussieht. So, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir den. Hier nehmen wir noch so einen kleinen raus, weil ich finde die Farbe echt cool. So. Ich glaube, jetzt haben wir genug Kreise. Jetzt habe ich erstmal alle meine Stanzen wieder auf Seite. Meine Papiere wieder auf Seite. Das fängt schon wieder an zu bluten. Seht ihr, das ist nur ein ganz kleiner Schnitt. Zwei Stück, einer da, einer da.
bin irgendwie so in die Schere reingegrapscht und das hört und hört einfach nicht auf. Aber nun gut. Wir dekorieren jetzt einmal unsere Karte damit. Ich denke, wir nehmen den hier auch noch dazu. Ich denke, ist gerade so ein bisschen wenig lila. So. Und verteilen die jetzt einfach mal so. Mir nichts, dir nichts wild auf unserer Karte. Wenn man denn eben den Kleber zugemacht hätte, hätte man jetzt auch einen Kleber, der laufen würde, ne? Oh, manchmal glaube ich es nicht. Aber ich habe ja hier an meinem Döschen immer Nadeln. Also von daher, alles gut. Daher sind Magnete, da hängt eine Nadel dran. Und trotzdem läuft er nicht. Der will gerade nicht, der will mich ärgern. Okay, also hier hatte ich ja eben so einen kleinen Fleck. Da packe ich den jetzt einfach mal drauf. Dann ist der schon mal weg. Dann packe ich hier oben noch einen hin. Und hier noch ein. So, und jetzt habe ich hier meine Dimensionals. Jetzt packe ich mir hier mal ein paar Dimensionals drauf. So, wenn ihr jetzt meinen Hasen im Hintergrund hört, der redet nicht, weil er mich ärgern will, sondern der hat Homeoffice und hat gerade ein Telefonat reinbekommen. Also von daher, alles gut. Das ist immer so was, deswegen bin ich auch momentan relativ wenig beim Basteln, weil man hat ja auch noch ein Leben und der Partner hat auch ein Leben und dann ist das manchmal echt schwer, beides miteinander zu vereinen. Und wenn mein Hase halt arbeiten muss, muss mein Hase arbeiten. Ich glaube, das ist wichtiger, weil damit verdienen wir unseren Lebensunterhalt oder er. Und da kann ich ja schlecht sagen, du, ist mir heute völlig wumpe. Wir gehen jetzt mal basteln. So. Hier habe ich auch noch ein paar Dimensionals drauf gemacht. Den nehme ich jetzt einfach hier so in die Mitte noch oben drauf. Hier tue ich mal keine mehr drauf. Den packe ich einfach hier noch so ein bisschen drunter. So, aber hier tue ich jetzt einmal einmal abtun. Jetzt muss ich einmal gucken, wie rum bin ich denn jetzt vom Spruch her. Okay, hier muss ich einmal zwei drauf tun. Und zwar packe ich hier zwei übereinander, um an die doppelte Höhe zu kommen. So. Und daneben ist nur einfach die Höhe. Und zwar möchte ich das jetzt einfach hier so draufsetzen. Aber da ist ja schon drunter, damit mir das hier
nicht wegrutscht, habe ich dann halt da hier eins und da zwei drauf getan, dass man hier so ungefähr wieder auf das gleiche Niveau kommt. Ja, und das ist meine kleine, kurze, schnelle Dankeschön-Karte zum Thema Kreise. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ja, wir versuchen die Mädels zu verlinken. Momentan gibt es ja da bei YouTube verschiedene Schwierigkeiten. Das kann natürlich etwas dauern, dass das noch nicht alle... Wir sammeln alle Links und setzen die dann unten unter die Videos jeweils ein. Aber solange würde ich mich auch freuen, wenn ihr bei den anderen Mädels vorbeischaut, was die so gewerkelt haben. Ich weiß auch noch nicht, was so gemacht wurde. Ja, und bis im nächsten Monat, wenn es wieder heißt aktiv, kreativ, verabschiede ich mich. Bis dann, eure Biggie. Ciao, ciao.